Ich darf Sie alle zum Abschluss der 23. Riesa Kulturtage sehr herzlich begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Erwin Seiler in Vertretung von Landrat Stefan Rössle aus Donauwörth und Herrn Karl Kurz als Vertreter von Landrat Dr. Joachim Bläse aus Aalen. Auch freue ich mich über die Teilnahme der Mitglieder des Bundestages Frau Margit Stump und Roderich Kiesewetter aus dem Wahlkreis Aalen-Heidenheim. Mein besonderer Gruß gilt Eva Lettenbauer als Mitglied des Landtags und Vorsitzender der Bayerischen Grünen. An Mitgliedern des Kreistags begrüße ich Gabriele Vograscher, Matthias Fritsche, Steffen Höhn und Bezirksrat Peter Schiele. Die Städte sind vertreten durch Bürgermeisterin Andrea Schneele aus Lauchheim, Oettingen durch Bürgermeister Thomas Heidecker und Harburg mit Christoph Schmidt. Weiter begrüße ich aus den Mitgliedsgemeinden Allerheim den Bürgermeister Christoph Schmidt, aus Deiningen Willi Reglau, Ederheim Petra Eisele, Fremdingen Frank Merk, Hohenaltheim Martina Göttler, Münz-Eggingen Karin Bergdolt, Riesburg Willi Freihart und Wechingen Klaus Schmidt. Mit seiner Durchlaucht Fürst Albrecht zu Oettingen-Spielberg haben wir ein Gründungsmitglied des Vereins und seither treuen Unterstützer und Gönner heute wieder mit dabei. Ich grüße Sie von Herzen. Ebenso haben wir immer Unterstützung von den Banken erfahren. Ich grüße daher Herrn Paul Ritter von den Raiffeisen Volksbanken und Wolfgang Winter von der Sparkasse. Stellvertretend für die Ehrenmitglieder und Aktiven des Vereins Riesa Kulturtage darf ich Kreisheimatpfleger Herbert Detweiler, Herrn Leonhard Dunstheimer, Hartmut Steger, Theo Knoll, Hermann Walz und Günther Lemke begrüßen. Ein herzliches Grüß Gott auch den beiden Grußwortrednern Oberbürgermeister David Wittner aus Nördlingen und aus Baden-Württemberg Freiherr Michael von Tannhausen, als Vorsitzender des Trägervereins ehemalige Synagoge Oberdorf. Ein herzliches Dankeschön auch an die Lokalzeitungen für die umfangreiche und positive Berichterstattung, die heute Abend von Friedrich Wörlen aus Nördlingen und Michael Scheidle aus Opfingen übernommen wird. Eigentlich wollten wir diesen feierlichen Ausklang im Festsaal des Oettinger Residenzschlosses begehen. Und obwohl wir zwischenzeitlich allesamt Corona-müde sind, müssen wir uns immer noch mit den Einschränkungen abfinden. Kaum jemand in unserer Vorstandsriege hätte wohl gedacht, dass aus einer solchen Not heraus der Verein eine in Presse und Öffentlichkeit beachtete und hochgelobte Veranstaltungsreihe machen könnte. Sicherlich kann man auch von in Anführungszeichen glücklichen Umständen sprechen, wenn unsere 4 Wochen Kulturtage genau in die Zeit gefallen sind, als eigentlich alle Leute schon der Pandemie überdrüssig gewesen sind, aber noch keine Öffnungen in Sicht waren. Und auch das eher regnerische Wetter und die Nachrichtenflaute in den Lokalzeitungen haben uns sicherlich in die Karten gespielt. Hätten in den letzten Wochen die Gastronomiebetriebe bei schönstem Sonnenschein öffnen dürfen, wären unsere bisher 30 Online-Veranstaltungen sicherlich nicht durchschnittlich von 83,6 Teilnehmern besucht worden.
Es waren aber auch durchaus keine einfachen Entscheidungen zu Beginn des Jahres, an den Planungen festzuhalten und sich auf das Wagnis online einzulassen. Wenn damals Sieglinde Besel hier nicht ganz klar gesagt hätte, wir schaffen das und lass es uns anpacken, dann hätte meine Zuversicht für dieses Unternehmen nicht ausgereicht. Natürlich war es dann im März noch einmal eine besondere Herausforderung, das gerade für den Druck freigegebene Programmheft ein weiteres Mal zu überarbeiten und anzupassen. Gerade einmal 7 Referenten hatten sich bis dahin zu einem virtuellen Vortrag bereit erklärt. Nun mussten die anderen Vortragsredner davon überzeugt werden, dass es nur diesen Weg gibt. Das war nicht immer ganz einfach und manchmal nicht möglich. Nachdem ich selbst mit gutem Beispiel vorangegangen bin und mich bei insgesamt 7 Abenden als Referent oder Co-Referent zur Verfügung gestellt habe, ist dann das Eis langsam gebrochen. So konnten wir insgesamt 33 Veranstaltungen virtuell planen. Bei einigen der Abenden mussten wir noch Lehrgeld zahlen. Wir konnten dadurch aber auch einiges lernen und sind für die nächsten Riesakulturtage gerüstet. Besonders wichtig war, dass auch der designierte zweite Vorsitzende Wilhelm Immrich sich hier mit voller Kraft eingebracht hat. Seine gelungenen Begrüßungen sind eine echte Bereicherung. Auch Hartmut Besel hat durch seine zeitnahe Bearbeitung der Videomitschnitte und das Einstellen der Filme auf YouTube einen ganz wichtigen Beitrag geleistet. Wir haben inzwischen auf unserem Kanal 95 Abonnenten und 9045 Aufrufe der einzelnen Filme. Vielen Dank dafür. In über 4 Wochen ist das allabendliche Vortragsprogramm für viele offenbar zu einer geliebten Routine geworden. Wir haben manche Gesichter mit rätselhaften Initialen und auch ein paar Haustiere vom Wellensittich bis zur Hauskatze kennenlernen dürfen. Einige Rückmeldungen von Zuhörern aus allen Teilen Deutschlands brachten die Dankbarkeit über dieses Format zum Ausdruck. Das wurde auch von einigen älteren Zuhörern geäußert, die sonst vielleicht keinen Abendvortrag mehr besuchen würden. Ich bin sicher, dass auch die Vorstandschaft bei der nächsten Sitzung meine Meinung teilt, dass auch in der Zukunft ein Teil der Veranstaltungen virtuell stattfinden muss. Und so bin ich gespannt auf manches Wiedersehen im nächsten Frühjahr in diesem Format. Aber vor allem auf persönliche Treffen, die hoffentlich bald wieder möglich sein werden. Ich freue mich auf den Hauptteil des heutigen Abends, den Vortrag der Stadtarchivarin von Bopfingen, Frau Johanna Fuchs, über die jüdisch-deutsche Vergangenheit und das kulturelle Erbe in Oberdorf und Bopfingen. Vorher möchte ich aber noch um die beiden Grußworte bitten und gebe daher weiter an Herrn Oberbürgermeister David Wittner aus Nördlingen. Ja, sehr geehrter Herr Beck, sehr geehrter Herr von Tannhausen, sehr geehrte Frau Fuchs, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass ich heute zum Abschluss der Riesakulturtage die Gelegenheit bekomme, ein kurzes Grußwort zu halten und mich damit auch persönlich, wie auch im Namen der Stadt Nördlingen, bei allen Beteiligten für eine äußerst gelungene Veranstaltungsreihe sehr, sehr herzlich bedanken darf. Gleichzeitig freue ich mich natürlich auch heute auf den sicherlich sehr spannenden Festvortrag von Johanna Fuchs, der Stadtarchivarin aus Bopfingen, über die jüdisch-deutsche Vergangenheit und das kulturelle Erbe in Oberdorf und Bopfingen. Sicherlich hätten wir uns alle gewünscht, dass wir uns bei den allseits beliebten Riesakulturtagen
die ja bereits seit 1975 angeboten werden und in deren Rahmen bereits über 2000 Veranstaltungen stattgefunden haben, auch persönlich hätten begegnen können. Dass das, was die Rieser Kulturtage eben auch ausmacht, dass der lockere Austausch, das Miteinander, der Kontakt zu Menschen und die Erkundung der Heimat auch in gewohnter Weise hätte stattfinden können. Das war dieses Jahr leider nicht möglich. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen ließen derartige öffentliche Veranstaltungen nicht zu. Und so gehörte Mut dazu und sicherlich auch starke Nerven, wenn man sich als Verein dazu entscheidet, in gerade so einer Situation die gewohnten und bewährten Wege zu verlassen, Neues zu wagen. Und mit viel Engagement und Tatkraft ist es ihnen gelungen, viele Veranstaltungen in die virtuelle Welt zu übertragen und so trotz der Pandemie Austausch, Information, Bildung, so viel Wissenswertes über unsere Heimat zu ermöglichen. Und auch wenn es sehr schade ist, dass gleichzeitig vieles, was mit Mühe geplant war, nicht stattfinden konnte. Mit dem diesjährigen Online-Programm wurde Neuland betreten. Wie sich zeigt, mit sehr großem Erfolg. Nicht nur die Zuschauerzahlen haben bewiesen, dass Rieser Kultur auch online angenommen wird und dass ein großes Interesse der Öffentlichkeit an den vielfältigen, spannenden Themen vorhanden ist. Beeindruckt haben nicht nur die technische Umsetzung und die Qualität der Referenten, sondern auch die Einbindung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben der Beteiligung bei der Live-Übertragung sind auch die mittlerweile knapp 7000 Aufrufe auf dem YouTube-Kanal von Personen, die sich in die Veranstaltung im Nachhinein angesehen haben, eine mehr als beachtliche Zahl. Sehr geehrter Herr Beck, die Rieser Kulturtage waren auch in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Und Sie haben das Kulturleben, das Kulturerleben im Ries wieder einmal sehr bereichert. Stellvertretend für alle Beteiligten vor und hinter den Kulissen möchte ich Ihnen hierfür meine größte Anerkennung und meinen herzlichsten Dank aussprechen. Die Rieser Kulturtage sind ein unheimlich wichtiger Baustein unserer regionalen Kultur. Sie tragen dazu bei, dass die Besonderheiten unserer Heimat wertgeschätzt und damit auch bewahrt werden können. Ich wünsche daher Ihnen und dem gesamten Verein Rieser Kulturtage auch für die Zukunft alles Gute und freue mich bereits jetzt darauf, wenn wir in 2 Jahren dann wieder zumindest überwiegend persönlich und nicht nur virtuell viele spannende Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und vieles mehr erleben dürfen. Danke fürs Zuhören. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister Wittner, Herr Beck, als Vorsitzender des Vereins Rieser Kulturtage mit den Damen und Herren Ihres Vorstandes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, dass ich zum Abschluss der 23. Rieser Kulturtage ein Grußwort sprechen darf und damit die württembergische Seite vertrete. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael von Tannhausen. Ich lebe in Tannhausen, direkt an der württembergisch-bayerischen Grenze. Ich bin Vorsitzender des Vereins, Trägervereins ehemalige Synagoge Oberdorf. Oberdorf ist heute ein Ortsteil der Stadt Bopfingen. Kurz zur Geschichte der Synagoge. Die Synagoge Oberdorf wurde 1812 erbaut. 1838 lebten in der Gemeinde ca. 1300 Einwohner. Davon gehörten fast 50% dem jüdischen Glauben an. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass Oberdorf Rabbinatssitz wurde. Einer von 13 im Königreich Württemberg. Die Synagoge erlebte zwangsläufig eine wechselvolle Geschichte. Am 9. November 1938 sollte sie in der Reichspogromnacht, wie andere Synagogen in Deutschland auch, niedergebrannt werden. Durch den Einsatz des zuständigen Oberdorfer SA-Führers konnte das verhindert werden. Er stellte das angeforderte Benzin befehlswidrig nicht bereit. Allerdings kam es in der darauffolgenden Nacht durch auswärtige SA-Männer zum Einbruch in die Synagoge und zur Störung der gesamten Inneneinrichtung. Das Gebäude blieb jedoch verschont.
Danach wurde die Synagoge zwangsläufig an die Gemeinde verkauft. Es kam nach dem Zweiten Weltkrieg zu mehreren Besitzerwechseln, sodass sich Ende 1980 das Gebäude in einem desolaten Zustand befand und der Abriss geplant war. Durch den Einsatz von Landrat Dr. Wilhelm Winter und dem Verleger Dr. Konrad Theisch konnte dies verhindert werden. Sie gründeten 1988 den Trägerverein Ehemalige Synagoge Oberdorf. Im November 1993 konnte die Synagoge nach umfangreichen Renovierungsarbeiten als Gedenk- und Begegnungsstätte eröffnet werden. Anschließend wurde in der Synagoge ein Museum zur Geschichte der Juden im Ostalbkreis eingerichtet. Unsere Aufgabe ist es, den Erhalt der Synagoge als Gedenk- und Begegnungsstätte zu bewahren und sicherzustellen. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Rieser Kulturtage war die Erinnerung und Sichtbarmachung des reichen jüdischen Geschichte und Kultur in unserem Raum. Ich verweise nur auf die Titelseite des diesjährigen Programmheftes mit der Synagoge Heinsfahrt, aber auch an andere Orte in Bayern wie Oettingen, Ederheim, Buttenwiesen, Wallerstein, um nur einige zu nennen. Ich meine, gerade in den jetzigen Tagen mit den Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina und als Folge der teilweise Aufflammen von Antisemitismus in Deutschland ist die Besinnung auf unsere gemeinsame Geschichte von besonderer Bedeutung. Mein Dank gilt dem Vorstand und Beirat des Vereins, die in diesem Jahr unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie ein überwiegend digitales Programm mit hervorragenden Vorträgen zusammengestellt haben, das unseren gemeinsamen Raum mit seinen kulturellen Gütern und Stärken über die Landesgrenze hinaus repräsentiert. Der Oberbürgermeister Wittner hat es ja sehr gut dargestellt. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, Herr Oberbürgermeister Wittner, vielen Dank für Ihre Grußworte. Herr Beck, mein Dank geht auch ganz herzlich an Sie. Zum einen für die Organisation, für die herausragende Organisation mit der gesamten Vorstandschaft der Rieser Kulturtage. Ich war, muss ich zugeben, am Anfang auch eine der Kritikerinnen, die sagte, online weiß ich nicht, kann ich mir nicht so gut vorstellen, aber wurde mehrfach unter Beweis gestellt, dass es doch sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut ankommt und ja, auch jetzt für meinen Vortrag heute 79 Teilnehmer. Ich gebe zu, in meiner kurzen Laufbahn als Archivarin und Kulturreferentin hatte ich bisher nicht die Gelegenheit, vor so vielen Leuten und Interessierten zu sprechen. Macht mich ein kleines bisschen nervös, aber ich hoffe, das wird werden. Herr Beck, vielen Dank, dass Sie mich überzeugt haben, meine Präsenzführung auf dem Friedhof in Oberdorf bzw. in Aufhausen in einen Vortrag umzumünzen, den ich Ihnen jetzt hier heute gerne vorstellen möchte. Vielen Dank auch an Freiherr von Tannhausen, mit dem ich zu meiner großen Freude seit 2019 die Geschicke des Trägervereins lenken darf. Ja, ich darf mich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Johanna Fuchs. Ich bin seit 2019 die Stadtarchivarin der ehemaligen Reichsstadt in Bopfingen und gleichzeitig auch die Kulturreferentin des Trägervereins Ehemalige Synagoge Oberdorf e.V. Und in diesem Amt möchte ich Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag begrüßen unter dem Titel Die jüdisch-deutsche Vergangenheit und das kulturelle Erbe in Oberdorf und Bopfingen. Noch ganz kurz zu meinem Vortrag. Ich habe, nachdem die Führung abgesagt wurde, habe ich eine Weile lang drüber nachgedacht, was möchte ich denn auch heute beisteuern, was möchte ich den Rieser Kulturtagen geben. Und ich habe nach und nach das Gefühl gewonnen, dass es auch in der Politik ein immer stärkeres Gespür für dieses Thema gibt. Also nicht nur für das Thema der Shoah und des Holocaustes, sondern vor allem auch für das Thema der deutsch-jüdischen Geschichte und auch des Erbes, was uns heute immer noch zur Verfügung steht und mit dem wir auch ganz aktiv arbeiten müssen, abseits der Shoah. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die jüdische Geschichte in Deutschland wird in diesem Jahr 1700 Jahre alt und ist damit eben auch die Summe aus den unterschiedlichsten Entwicklungen und Konsequenzen einer hierzulande fest verankerten Kultur. Und diese verschiedenen Aspekte in meinem Vortrag sichtbar zu machen, das habe ich mir zur Aufgabe gesetzt. Ich habe den Vortrag in zwei Teile eingeteilt, würde jetzt auch für den Vortrag hinter einer PowerPoint-Präsentation verschwinden, wenn das in Ordnung ist. Ich komme dann später wieder zurück. Wundervoll. Ich hoffe, Sie sehen alle die Präsentation. Perfekt, wunderbar. Danke für die Rückmeldung.
Damit möchte ich auch schon beginnen. Ich habe eben schon anklingen lassen, es wird in zwei Ebenen aufgeteilt, mein Vortrag. Zum einen, der erste Teil besteht aus der historischen Herleitung jüdischer Spuren in Bopfingen und Oberdorf. Darunter begebe ich mich dann in den Bereich Leben und Kultur in Oberdorf. Bopfingen als Nebenschauplatz, das klingt jetzt ein bisschen kritisch, ist es aber weniger. Ich erläutere Ihnen nachher, warum ich diesen Punkt so benannt habe. Nicht auslassen kann man in diesem Fall natürlich auch den Nationalsozialismus und seine Auswirkungen in Bopfingen und Oberdorf. Ich gehe dann über zu Teil 2. Teil 2 beschäftigt sich sehr stark mit den Themen, die überlassen wurden, mit kulturellem Erbe, was uns überlassen wurde. Also was ist überkommen, mit was können wir heute in Deutschland noch arbeiten? Dann möchte ich eingehen auf den Umgang mit kulturellem Erbe zwischen Nachkriegszeit und Moderne. Da werde ich nochmal in Kürze skizzieren, wie ist man mit diesem kulturellen Erbe umgegangen? Zum einen natürlich materiell, als auch geistigen Erbe. Ich möchte dann auch weiterhin noch etwas zu den Zielen, Ansprüchen und Projekten des Trägervereins sagen. Für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir jetzt eben auch in die Zukunft blicken und wie Herr von Tannerhausen auch schon ganz richtig gesagt hat, die Zeiten verlangen es, dass wir jetzt über die Zukunft sprechen und wie wir in Zukunft auch mit dem jüdischen, mit dem deutsch-jüdischen Erbe umgehen wollen in Deutschland. Als kleiner Zukunftsausblick möchte ich dann noch Visionen, ich habe es Visionen genannt, formulieren. Und darauf eingehen, was wir uns als Trägerverein für die Zukunft wünschen. Die ehemalige Reichsstadt Bopfingen bezieht ihren erstmalig schriftlichen genannten Status als solche aus der Reichssteuerliste von 1241, angelegt im Auftrag von König Konrad IV. Dieses mittelalterliche Zahlungsverzeichnis der staufischen Reichsbesitzungen ist nicht nur Quelle über bestehende Reichsstädte, ihre Struktur und Ausdehnung, sondern weist ebenfalls Zahlungsaufforderungen an jüdische Gemeinden respektive jüdische Bürgerinnen und Bürger aus. So auch im Falle Bopfingen. Warum aber werden Juden und Jüdinnen hier explizit genannt? Um diese Frage zu beantworten und damit auch das gesellschaftliche Gefüge in den Städten und ruralen Gegenden im Mittelalter darzustellen, möchte ich Ihnen nun in Kürze auf die Hintergründe dieser Steuer respektive dieses administrativen Herrschaftssystems eingehen. Als Reichsgut sind die Besitzungen und Rechte des fränkisch-deutschen Königs zu begreifen, welche zum Zweck der Herrschaftsausübung dienen. Aus diesem verdichteten Reichsbesitz, mit dem für den Inhaber selbigen auch zahlreiche Rechte einhergehen, entwickelt sich für den König gleichwohl auch eine politische Machtstellung. Das Prinzip der Reichssteuer ist entsprechend für beide Seiten überaus dienlich. Städte, Gemeinden, Personen oder Institutionen profitierten vom direkten Königsschutz. Im Gegenzug waren sie für diesen Schutz zu Geldleistungen verpflichtet. Man ist geneigt zu sagen, der Unterhalt eines Reiches musste sich natürlich auch bezahlt machen. In der Forschung wurde bereits eingehend darauf hingewiesen, dass Jüdinnen und Juden zum einen in die Reichs- und Bischofsstädte zogen, um dort den zugesagten königlichen Schutz zu empfangen. Andererseits wurden sie aber besonders auch dort geduldet, da der Geldhandel ein funktionierendes wirtschaftliches System nach sich zog und das Reichsvermögen vermehrte oder eben auch zumindest stabilisierte. Gleichfalls müssen wir uns aber auch gewahr sein, dass der Geldhandel in der jüdischen Bevölkerung keinesfalls die einzige Erwerbsquelle darstellte. Wir bewegen uns wissenschaftlich auf falschem Wege, wenn wir davon ausgingen, aufgrund verschiedener offensichtlicher Erwerbsverbote, die existierten, dass die jüdische Gesellschaft einzig und allein dem Geldhandel verpflichtet war. Dieser Stereotyp wurde mehrfach bereits widerlegt in der Wissenschaft, sorgte aber bereits im Mittelalter aufgrund seiner offensichtlichen und administrativen Verankerung in den Städten für Unmut, in der übrigen Bevölkerung und zieht sich daher auch bis heute im Bewusstsein der Gegenwart. Die innere Logik jedoch des jüdischen Gemeindewesens verlangt die begründete Annahme, dass Jüdinnen und Juden in Städten einer breiten Berufsausübung nachgingen. Dazu werde ich auch später noch mal etwas mehr sagen. Beispiele werde ich dann anführen. Festzuhalten bleibt also bisher, die gegenseitige Bedingung einer Ansiedelung von jüdischer Bevölkerung in den Städten und ihrem Nutzen für das Reichsgut des staufischen Mittelalters. Aus diesem Verwaltungsprinzip heraus entspringt, wie eingangs erwähnt, eben die Reichssteuerliste, in der Bopfingen integraler Bestandteil ist.
Zum Inhalt der Reichssteuerliste. Es ist dort zu lesen, dass die Reichsstadt Bopfingen an sich eine Steuer von 50 Mark Silber zu tragen hatte. Die jüdische Bevölkerung der Stadt Bopfingen wird in diesem Zusammenhang gemeinsam mit der jüdischen Bevölkerung von Donauwörth genannt und hat eine Abgabe von 2 Mark Silber zu entrichten. Wir erhalten aus dieser Quelle also gleich 2 Auskünfte zum jüdischen Leben in der Reichsstadt. Einmal ist von jüdischen Bürgerinnen und Bürgern seit mindestens 1241 auszugehen. Sie waren dort nicht nur vorübergehend, sondern längerfristig ansässig. Dies bedingt auch die jährliche Regelmäßigkeit der Reichssteuerliste. Andererseits muss man aber auch sagen, zeugt diese niedrige, in Anführungszeichen niedrige Steuerlast und die gemeinsame Nennung von Donauwörth und Bopfingen von der geringen Anzahl jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Genaue Aufzeichnungen sind bisher nicht bekannt über die Anzahl. Für Oberdorf fehlen uns an dieser Stelle noch jegliche Quellenhinweise. Vergleicht man aber die Zahlungen von Jüdinnen und Juden in anderen Reichsstädten, so stellt sich eben diese Differenz in der Anzahl der Bevölkerung dar. Beispielsweise Schwäbisch Gmünd mit 12 Mark, Schwäbisch Hall 8 Mark Silber und Speyer gar 80 Mark Silber. Neben Bopfingen sind im Hoch- und Spätmittelalter auch andere heute zu Bopfingen gehörende und in direkter Umgebung befindliche Gemeinden als Orte jüdischer Ansiedelung bekannt. Fassbar sind in diesem Zusammenhang Baldern bereits ab 1344, was heute eben auch zu Bopfingen gehört. Pflaumloch, wissen wir, hat auch eine lange jüdische Tradition ab 1487. Flochberg ab 1540, Utz-Memmingen 1538, Aufhausen mit 1560, was auch in enger Beziehung zu Oberdorf steht, Dirgenheim um 1595 und Itzlingen ab 1600. Zu Oberdorf und der Entstehung komme ich im Anschluss. In all diesen Orten sind Judensiedlungen nachweisbar, mit Quellen nachweisbar, partiell sogar mit erweiterten Einrichtungen wie Friedhöfen oder Beträumen. Diese Entwicklung, auch chronologisch gesehen, spricht für eine flächendeckende Niederlassung jüdischer Bürgerinnen und Bürger mit der Ausbildung der fürstlichen Territorien. Der königliche Schutz entwickelte sich in nachstaufischer Zeit in eine ganz andere Richtung und führte so zu einer regelrechten Leibeigenschaft gegenüber den jeweils herrschenden Territorialmächten. So sprach Kaiser Ludwig IV. Der Bayer den Grafen von Oettingen, in unserem Fall von Oettingen, das Recht zu, Juden aufzunehmen und zu besteuern. Diese ausgestellte Urkunde vom 30. Mai 1331 übertrug den Grafen alle Abgaben, die in der Kammerknechtschaft befindlichen Juden. Etwa 10 Jahre später sind Juden erstmals in Baldern fassbar, wie ich eben schon sagte, mit 1344. Gegen eine solche Abgabe war nun auch die Ansiedelung an definierten Orten möglich. Gleichfalls unterstanden aber auch die Jüdinnen und Juden der Willkür regionaler Adelsfamilien. Inwiefern jüdische Kultur in der Gesellschaft verankert oder geduldet war, ist hier vor Ort bei uns in Oberdorf und in Bopfingen noch schwer zu fassen. Es ist aber definitiv von Einrichtungen jüdischer Gemeinden auszugehen, obgleich man in dieser Form noch nicht von Institutionalisierung sprechen kann. Vereinzelte Beträume waren wohl aber wie in anderen Siedlungen durchaus existent. Leben und Kultur in Oberdorf. Oberdorf als Zentrum jüdischen Glaubens in der hiesigen Region als sogenannte Judensiedlung taucht erstmals gesichert durch die Erwähnung Oberdorfer Juden in den Messgeleitbüchlein Nördlingens auf aus dem Jahr 1587. Mit der Ausweisung der Juden aus Nördlingen 1510 ist erstmals die Vermutung einhergegangen, dass eine jüdische Ansiedlung in Oberdorf stattfand. Verifiziert ist diese Annahme aber bisher noch nicht. Wir bleiben also bei 1587. In den folgenden 100 Jahren, ich habe es mal an einem Zeitstrahl versucht darzustellen, durchläuft die jüdische Bevölkerung in Oberdorf eine wechselvolle Geschichte. Zahlenmäßig bewegt sich die jüdische Bevölkerung zwischen einzelnen mit bis zu 6 Familien und teilweise nur noch einem ansässigen Juden in Oberdorf. Der historische Kontext lässt dezente Rückschlüsse auf diese Entwicklung zu. Um 1600 erlebt die jüdische Siedlung in Oberdorf einen Bevölkerungsrückgang. Wodurch dieser ausgelöst wurde, ist nicht klar. Was aber klar ist, dass zum Ende bzw. im Jahr 1600 wohl nur noch ein Jude in Oberdorf gelebt haben soll.
Zwischen 1618 und 1648 greift der Dreißigjährige Krieg schließlich um sich von jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern. Ist in dieser Zeitspanne keine Rede mehr, was jedoch nicht heißen soll und mag, dass Jüdinnen und Juden nicht mehr existieren, sondern dass sie in dieser Phase europäischer Auseinandersetzung weniger gesehen oder wahrgenommen wurden. Probleme haben sich in diesem Fall einfach nur verlagert oder geglaubte Probleme. Die als Glaubenskrieg zwischen Katholiken und Protestanten entbrannte Auseinandersetzung schien die jüdische Bevölkerung zumindest zu Beginn nicht direkt betroffen zu haben. Ich sage zu Beginn nicht direkt betroffen zu haben, ganz bewusst. Gleichwohl sind im Verlauf des Krieges, der sich schließlich auch zu einem Territorial- und Erbschaftskrieg entwickelte, einzelne Nachweise zu jüdischen Verfolgungen und Ächtungen bekannt. In Bopfingen und Oberdorf fehlen jedoch derartige Hinweise. Es ist jedoch flächendeckend davon auszugehen, dass es auch hier die Problematik der Verfolgung und Ächtung gab. Bis 1659 existierte schließlich eine kleine jüdische Siedlung in Oberdorf. Noch im selben Jahr wurde diese jedoch ausgeschafft, genauso wie in Baldern, Flochberg und Aufhausen. Nach einiger Zeit konnten sich wieder jüdische Familien ansiedeln. Man merkt ab diesem Zeitpunkt, dass ein starker Bevölkerungswachstum auftritt. Zwischen dem Ende des 17. und der Mitte des 18. Jahrhunderts erreichte die jüdische Siedlung einen vorläufigen Höhepunkt mit 318 Bewohnern. Mit dieser steigenden Bevölkerungszahl gewinnt gleichzeitig auch das kulturelle Leben der Jüdinnen und Juden immer mehr an Bedeutung. Es werden größere und spezifische Einrichtungen zur Kultausübung benötigt. Koschere Lebensmittelproduktion ist ebenso wichtig wie zum Beispiel die geschützte Ausübung des Glaubens. 1711 gründet sich also schließlich die erste fassbare jüdische Gemeinde in Oberdorf. Ich möchte betonen, dass es sich hierbei um eine Institutionalisierung der Gemeinde handelte. Wo wir also vorher nur vereinzelt jüdische Siedlungen hatten mit Beträumen, von eher rudimentären Strukturen haben wir nun eine stark strukturierte Organisation des kulturellen und religiösen Lebens. Damit einher mit der Gemeindegründung 1711 geht schließlich auch die Einweihung der ersten Synagoge in Oberdorf 1745. Die erste Synagoge 1745 eingeweiht, ist bis heute leider nicht überkommen, stand aber an derselben Stelle, wie wir heute unsere ehemalige Synagoge noch sehen können. Über das Aussehen der alten Synagoge ist leider nichts bekannt. Wir haben allerdings Hinweise darauf, dass sich die Grundmauern noch erhalten haben. Es folgte schließlich 1809 bis 1812 der zweite Synagogenbau. Das wissen wir aus Berichten der Gemeinde in Baldern. Gemeindevorsteher Isaac Löw und David Abraham haben vor dem Justizamt in Baldern die Genehmigung zum Bau einer Synagoge eingereicht. Das war 1809. Baufälligkeit und eine immer noch nach wie vor wachsende Gesellschaft, Gemeinde haben diesen Bau notwendig gemacht. Demnach sollten, also laut Quelle, alle baufälligen Mauern abgetragen werden, der Bau selbst erhöht. Das bestehende Pflaster des Betsaals wurde dabei abgedeckt und geschützt. Das Deckengemälde sollte ebenfalls wieder aufgebracht werden. Der Dachstuhl wurde komplett neu errichtet. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir also aus dieser Quelle an Informationen erhalten. Die Grundmauern, wie eben schon gesagt, der Synagoge wurden wieder verwendet. Die Ausmaße des Grundrisses haben sich also somit nicht verändert zwischen erstem und zweitem Synagogenbau. Ebenso wurde wohl das Deckengemälde übernommen. Verifizieren können wir das heute leider nicht mehr. Dementsprechend müssen wir es so hinnehmen, ob es nun getan wurde oder nicht. Die Vorstellung wäre aber sehr reizvoll. Ja, ich möchte Ihnen dann ganz kurz die Synagoge in ihrem Bau vorstellen, womit ich dann auch schon zum ersten Hinweis auf materielles, kulturelles Erbe in Oberdorf komme.
Ich habe Ihnen hier ein paar Bilder angefügt. Die heute überkommene Synagoge ist eine Landsynagoge, eine ländliche Synagoge im ganz klassischen Erscheinungsbild, wie wir sie auch in ganz unterschiedlichen, vielen unterschiedlichen, aber in der Region ansässigen Gemeinden auch vorgefunden haben, bevor sie eben umgewidmet oder teilweise auch abgetragen bzw. zerstört wurden. Die Synagoge folgt einem langrechteckigen Bau, wie Sie auf dem rechten Bild sehen. An den Längsseiten befinden sich jeweils 5 überwölbte Fenster, davon sind 2 etwas höher gesetzt. Unter den hoch angesetzten Fenstern befinden sich nochmal 2 kleinformatige und nicht überwölbte Fenster. Im Innenbau sehen wir nachher, warum diese Fenster sich dort befinden. An der Westseite der Fassade, also eben an der Zugangsseite der Synagoge, befinden sich nochmal 3 überwölbte Fenster. Im Obergeschoss bzw. im Dachstuhl 3 kleine rechteckige Fenster. Auf Brusthöhe finden wir auch hier an der Synagoge nochmal ein Fenster. Der Männereingang, wir haben an der Synagoge heute 2 Eingänge. Der eine ist der sogenannte Männereingang, welcher den zentralen Eingang bildet. Rechts davon sehen wir nochmal einen kleinen überwölbten Eingang. Das ist der sogenannte Fraueneingang. Der Herreneingang ist immer zentral gelegen. Das ist auch ein ganz spezifisches Element in den Landsynagogen, dass der Dameneingang eben rechts davon gelagert war. Über dem Männerportal finden wir auch heute noch die Inschrift, die sehr schön restauriert wurde. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Es ist das Tor des Himmels. Über dem Fraueneingang die Inschrift, ehrfurchtgebietend ist dieser Ort. Beide Inschriften sind, wie gesagt, noch erhalten. Was besonders auffällt, wenn man die Synagoge heute betritt, sie ist heute natürlich in einem sehr guten Zustand. Das kommt von der Restaurierung nach Gründung des Trägervereins. Was aber vor allem auffällt, ist der besondere Lichteinfall in der Synagoge durch den relativ, in Anführungszeichen, kleinen rechteckigen Raum und die großen Fenster ist die Synagoge ein sehr lichtdurchfluteter und eindrucksvoller Raum. Sie sehen hier am Ende noch das kleine Rundbogenfenster in der Ostwand. Dieses wurde auch rekonstruiert. Der kleine Ausschnitt links oben im Bild stellt die Synagoge um 1900 dar, sprich also noch vor ihrer Umbauphase beziehungsweise auch vor der Verwüstung und vor der erneuten Renovierung beziehungsweise Umwidmung. Zur Umwidmung komme ich später nochmal. Ich möchte ganz kurz nochmal auf den Innenraum eingehen, den Sie hier sehen. Der Innenraum beginnt hier vorne mit dem Eingang. Sie kommen in die Synagoge rein. Diese Zeichnung wurde übrigens angefertigt von Chaim Heimann, dem die Ausreise bereits 1938 nach Israel gelang. Er hat das glücklicherweise nochmal aufgezeichnet. Ohne diese Zeichnung wüssten wir auch heute nicht, wie die Synagoge im Detail im Inneren ausgesehen hatte, obwohl sie natürlich einem ganz klaren Schema der Synagogen folgte. Der zentrale Männereingang führt dann schließlich in die Mitte. Sie sehen rechts nochmal den Eingang zur Frauenempore und können auch hier sehen, dass direkt eine Treppe in das Obergeschoss führt. Es ist also für Frauen nicht vorgesehen, überhaupt den Raum im Erdgeschoss zu betreten. An den Seiten rechts und links sehen Sie jeweils Männersitzplätze bzw. Knabensitzplätze. Wir haben hier in der Mitte ein Podest, auf dem der Rabbiner steht, mit dem sogenannten Almemor. Das Podium zum Ausheben der Tora-Rolle befindet sich direkt vor der ehemaligen Tora-Schrein-Nische. Dort befand sich auch der Tora-Schrein mit den Rollen. Wir haben jeweils zu den Seiten an den Flanken das Pult des Predigers und das Pult des Vorbeters, auch der Sitzplatz des Rabbiners und des Synagogenvorstehers. Ich hatte am Anfang angesprochen, die kleinen Fenster hier an der Seite der Synagoge. Wir haben hier nochmal einen Lagerraum. Die Synagoge heute besteht in ihrer Struktur noch in dieser Art und Weise, ist jedoch natürlich so nicht mehr nachvollziehbar. Das Inventar existiert heute leider nicht mehr. Ich möchte weiter fortschreiten
beim materiellen Erbe, was uns die ehemalige Gemeinde noch überlassen hat und was auch heute noch existiert, zwar nicht mehr in seiner Urform, aber dennoch existiert, ist die israelitische Schule und die darin befindliche Mikwe von 1823. 1823 eröffnete in Oberdorf diese israelitische Schule. Im selben Gebäude befand sich auch die Mikwe. Sie sehen es hier im Grundriss des Erdgeschosses, wo auch noch die Treppe erkenntlich ist, die zum Frauenbad, also zum rituellen Frauenbad führt. Die Schulunterlagen, die dem Archiv vorliegen, bezeugen die Entwicklung der Schülerschaft. Und so wurde die Schule also eben auch als Konsequenz gegründet der zahlreichen jüdischen Kinder in Oberdorf. Zu Beginn der Gründung waren 108 Kinder zur Schule gegangen. Um 1850, wo wir auch beim ungefähren Höhepunkt der Bevölkerungsentwicklung sind, erreichte die Schülerschaft die höchste Anzahl mit 115 Schülerinnen und Schülern. In den nachfolgenden Jahren bis zur Schließung schließlich 1924 sind dort noch 28 Schülerinnen und Schüler untergebracht. Für eine Anerkennung als staatliche Schule genügte dies nicht mehr, weshalb die Schule dann schließlich auch geschlossen wurde. Das Gebäude befindet sich heute in Oberdorf in der Ippstraße und steht noch, ist jedoch in Privatbesitz und bisher durch uns noch nicht zugänglich. Der jüdische Friedhof als dritte Institution jüdischen Lebens in Oberdorf wurde 1824 eingerichtet. Dieser befindet sich an der Karksteinstraße in der Randlage von Oberdorf, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr Randlage. Zur Gründung war es noch Randlage, es war damals auch so vorgeschrieben. Bevor der Friedhof in Oberdorf gegründet wurde, bestatteten die Oberdorfer Jüdinnen und Juden ihre Angehörigen in Wallerstein. Um 1900, also 1824 gegründet, um 1900 wurde bereits weitere Fläche durch die jüdische Gemeinde erworben, was eben auch durch den Bevölkerungszuwachs begründet ist. Der ursprüngliche Teil des Friedhofs befindet sich hierbei in der unteren Randlage. Sie sehen es auf dem Bild relativ weit links. Sie sehen eben auch dieser kleine Einschnitt. Alles, was sich rechts davon befindet, ist der neuere Teil des Friedhofs. Ein Zugang erfolgt von der Straße aus, ein weiterer Zugang erfolgt von einem kleinen Beiweg unterhalb der Straße hier. Insgesamt sind auf dem jüdischen Friedhof in Oberdorf 469 erhaltene Grabdenkmäler und damit Gräber. Neben Jüdinnen und Juden aus Oberdorf wurden hier ebenfalls Displaced Persons beigesetzt, Kriegsgefangene aus Wasseralfingen. Was man also bis hierhin sagen kann, ist, dass der Friedhof im Osten beginnt und sich im Laufe der Zeit nach Westen hinzieht. Die ältesten Gräber befinden sich also auf der linken Seite. Das sogenannte Leichenhaus ist leider verloren gegangen. Das befand sich im Osten des Friedhofs und wurde aber abgetragen. Das Haus der Ewigkeit, wie der jüdische Friedhof auch genannt wird, zeichnet sich durch seine lange Beständigkeit aus. Den Verlust, den wir heute auf dem Friedhof leider sehen, besteht vor allem in der Verwitterung der Sandsteingräber, die wir dort in großer Anzahl haben. Diese Sandsteingräber verwittern natürlich zunehmend. Der Wunsch ist aber eben auch nicht da, ganz bewusst auch nicht da, diese wieder herzurichten. Es gehört eben auch zum jüdischen Glauben dazu, das Leben wieder gehen zu lassen, beziehungsweise diesen Kreislauf fortzuführen. Der jüdische Friedhof in Oberdorf gehört heute rein rechtlich der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, wird allerdings vom Trägerverein beziehungsweise auch vor allem von der Stadt Bopfingen gepflegt. Die Zugänglichkeit des Friedhofs ist heute auch aufgrund der Zugehörigkeit zur israelitischen Religionsgemeinschaft unter den Schließzeiten, den offiziellen Schließzeiten für jüdische Friedhöfe begehbar. Nun komme ich zur nächsten Zäsur der jüdischen Gemeinde in Oberdorf, die Gründung des Rabbinats 1832. Nachdem die Zugehörigkeit zum Oettingischen Landrabbinat Wallerstein endete, wie ich es eben auch schon gesagt habe, deswegen auch die Bestattung auf dem Wallersteiner Friedhof, verfügte die Gemeinde Oberdorf über einen eigenen Rabbiner. 1832 wurde Oberdorf
Sitz des 8. von insgesamt 13 Rabbinatssitzen in Württemberg und vereinte in dieser Zeit, also in diesen 30 Jahren, natürlich mit einerseits Zuwachs, andererseits aber auch Reduktion, insgesamt 1140 Gemeindemitglieder aus Oberdorf, Lauchheim, Aufhausen und Pflaumloch. Damit übernahm die jüdische Gemeinde in Oberdorf die Rolle gleichzeitig also auch als Bezirksrabbinat. Das Rabbinat Oberdorf war mit der Durchführung der landesherrlichen Verordnung, der Verkündigung und dem Vollzug der israelitischen Oberkirchenbehörde zuständig. Dazu gehörte auch die Beratung in Schulangelegenheiten, Verwaltung der Gemeinde und ihrer Mitglieder sowie die Verteilung von Almosen. Der Status, welchen Oberdorf damit innehatte, war bedeutungsvoll und von überregionaler Verantwortung. Das Rabbinat selbst hatte seinen Sitz in der Ipfstraße, unweit der Synagoge und der Schule. Sie sehen hier auf der rechten Seite einen Siegelabdruck des Rabbinats Oberdorf, der sich heute in einer Privatsammlung befindet und freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Das Rabbinat in Oberdorf bestand bis 1930. In diesen Jahren erlebte die Gemeinde 7 Rabbiner, in diesen knapp 100 Jahren insgesamt 7 Rabbiner. Das Ende des Rabbinatssitzes kam mit der Auflösung in Oberdorf und Eingliederung in das Rabbinat Schwäbisch Hall. So, nun gehe ich auf weitere Einrichtungen jüdischen Lebens, jüdischen kulturellen Lebens ein. Ich habe es benannt mit Handel und Gewerbe, womit ich auch wieder den Bogen versuche zu schlagen zu dem, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, dass eben auch das jüdische Leben oder das fest verankerte jüdische Leben eben nicht nur auf den Geldhandel fixiert war. Neben der Synagoge, der Schule, der Mikwe und dem Friedhof gibt es also noch andere Einrichtungen, die für ein Funktionieren der jüdischen Gemeinde garantieren. Hierzu gehört vor allem auch eine koschere Metzgerei. Hinweise darauf haben wir. Gleichzeitig auch ein Schächthäuschen. Hier auf der linken Seite im Bild sehen Sie nun dieses Schächthäuschen, was bis heute auch überkommen ist. Es wurde im Laufe der Zeit renoviert und bildet heute einen Teil des Dorfmittelpunktes, was sehr erfreulich ist. Prägende Elemente dieser bestehenden jüdischen Gemeinde sind auch heute noch begehbar und erfahrbar. Ich gehe einmal weiter. Wir haben auch große Zweige von Handel und Gewerbe. Sie sehen hier nur einige Ausschnitte. Das sind verschiedene Kauf- und Handelsleute, die wir hier in Oberdorf angesiedelt hatten und die sich stets auch immer an den Durchfahrtsstraßen bzw. Hauptstraßen befanden. Es ist also wirklich davon auszugehen, dass sich das jüdische Leben auch ganz zentral im Mittelpunkt der Gesellschaft verortet hat. Pardon. Zur Bevölkerungsstruktur und zum Zusammenleben insgesamt. Um 1850 erreichte die jüdische Bevölkerung ihren zahlenmäßigen Höhepunkt. Freiherr von Tannhausen hat das auch schon angesprochen. 545 jüdische Einwohner und Einwohnerinnen bei insgesamt 1284 Oberdorfer Bürgerinnen und Bürger. Das hat also einen Anteil ausgemacht von 42,5% der gesamten Bevölkerung. Diese Ausgewogenheit hat sich eben auch in der Berufsausübung bemerkbar gemacht. Für Oberdorf sind dabei einige Schwerpunkte fassbar. Dennoch ist die jüdische Bevölkerung sehr, sehr breit aufgestellt. Schlägt sich vor allem auch im Ortsbild nieder, wie ich auch schon gesagt habe. Handelsmänner, Viehhändler, Metzger, Kaufmänner waren in Oberdorf vertreten und eben stets auch an den Hauptstraßen angesiedelt. Wir haben einmal die Konzentration um die Synagoge herum, wesentlich für Handel und Gewerbe, war aber wirklich die Hauptstraße. Das harmonische Zusammenleben, also man kann nicht immer von einem harmonischen Zusammenleben ausgehen, aber gleichzeitig wissen wir auch von Zeitzeugengesprächen, dass Freundschaften entstanden sind und dass Freundschaften auch lange Bestand hatten. Man sich auch gegenseitig unterstützte und die koschere Metzgerei vor allem auch aufgrund ihrer hohen hygienischen Bedingungen von allen in Oberdorf geschätzt wurde. Ein weiteres Beispiel der besonderen Integration in Oberdorf ist die Familie von Veit Weil. Veit Weil gründete 1830 eine Leimfabrik in Oberdorf. Diese ging bis auf seinen Enkelsohn Karl Weil über, der schließlich ab 1903 auch im Gemeinderat tätig war und verschiedene soziale Einrichtungen pflegte, beziehungsweise sich sehr in der Sozialpflege engagierte.
Er wurde schließlich auch zum Ehrenbürger Oberdorfs ernannt, leider wieder aberkannt zur Zeit des Nationalsozialismus. Ich komme zu Bopfingen als Nebenschauplatz. Ich habe es schon eingehend erwähnt, das ist keineswegs negativ konnotiert. Allerdings haben wir relativ wenig Belege beziehungsweise noch nicht besonders gut aufgearbeitete Belege für Bopfingen. Es gibt in Bopfingen stets immer jüdische Bürgerinnen und Bürger, aber eben nur vereinzelt. Die Niederlassungsfreiheit sorgte für eine große Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert. Die hat auch Bopfingen als Stadt selbst betroffen. Ich habe Ihnen hier als Beispiel ein Geschäft als kleine Postkarte, als Ausschnitt angebracht. Das ist das Bekleidungsgeschäft von Sally Pappenheimer und seiner Familie, der in Bopfingen als Kaufmann tätig war und ebenfalls auch als Handelsmann. So viel zu Bopfingen als Nebenschauplatz. Es wird für die nächsten Jahre also noch sicher eine der wesentlichen Aufgaben sein, auch in Bopfingen das jüdische Leben und die jüdische Kultur noch sehr viel mehr zu erforschen und zu präsentieren. Der Nationalsozialismus und seine Auswirkungen schließlich. Ich möchte nicht allzu tief auf diese Thematik eingehen. Bestandteil dieser jüdisch-deutschen Vergangenheit ist es aber dennoch, vor allem im Hinblick auf das vorhandene Zusammenleben, die gegenseitige Unterstützung, wie sie geherrscht hat, und die religiöse Toleranz. Nach dem letzten Gleichstellungsgesetz Ende des 19. Jahrhunderts begreifen sich viele Jüdinnen und Juden als Deutsche, weniger definiert als religiöse Gruppe, vielmehr als Teil des Landes. Das wiederum wissen wir auch noch aus Zeitzeugenberichten, wonach sich viele Jüdinnen und Juden eben vorrangig als Deutsche begriffen und nicht als Juden. Die Stigmatisierung in Bopfingen und in Bopfingen-Oberdorf beginnt sehr früh. Die Nationalsozialisten erhalten auch frühen Zulauf aus der Bevölkerung. Bereits 1930 gab es eine Beteiligung bei der Wahl von 31,4%. 31,4% Wahlbeteiligung für die NSDAP. 1931 hat sich bereits eine Ortsgruppe gegründet. Und bis zu den Reichstagswahlen 1932 kam die NSDAP 38,66% der Stimmen für sich ausmachen. Noch 1933 beginnen die ersten Auswanderungen in Oberdorf. Wir haben zu diesem Zeitpunkt noch 87 jüdische Einwohnerinnen und Einwohner. Erst ebenfalls im Jahr 1933 beginnen Boykotte, wie Sie auch hier auf diesem Bild sehen können. Verschiedene Geschäfte von Jüdinnen und Juden. Dieses Geschäft befindet sich eben in Oberdorf. Ich habe auch vorhin schon ein Bild gezeigt und würde auch nachher nochmal darauf eingehen. Von den verbliebenen 87 jüdischen Einwohnerinnen gelingt nachweislich 58 die Auswanderung. Die letzte Auswanderung fand 1941 statt. All jene, die nicht auswandern konnten in Oberdorf, wurden in sogenannte Judenhäuser interniert. Insgesamt waren das 54 Menschen. Davon ist eben aber nur ein Teil aus Oberdorf, ein anderer Teil aus Bopfingen, der Region, teilweise auch aus Stuttgart und Ulm. Die Reichspogromnacht in Oberdorf findet selbst nicht in der Reichspogromnacht statt, sondern eine Nacht später. Aus den Zeitzeugenbereichen wissen wir, dass sich auswärtige SA-Gefolgsmänner Zugang zur Synagoge verschafften und diese im Innenraum verwüsteten und anzündeten. Oberdorfer Bewohner, sowohl Christen als auch Juden, löschten anschließend gemeinsam diesen Brand in der Synagoge und haben damit auch die Synagoge erhalten. Also was Freiherr von Tannhausen auch zu Beginn schon angesprochen hat, verdanken wir diesem gesellschaftlichen Zusammenhalt auch heute noch den Erhalt der Synagoge. Zerstörungen anderer Einrichtungen sind in Oberdorf überhaupt nicht zu fassen. Für Bopfingen haben wir auch keine Hinweise. Ja, es ist also dennoch davon auszugehen, dass trotz der massiven Beteiligung in der Nationalsozialistischen Partei vieler Bürgerinnen und Bürger den vorherrschenden Antisemitismus nicht geteilt haben oder zumindest eben nicht in finaler Form. Es gibt eben auch Hinweise aus Zeitzeugenberichte, dass man sich auch noch in der Hochphase des Nationalsozialismus für Jüdinnen und Juden eingesetzt hat, auch wenn eher versteckt. Die Deportationen aus Oberdorf beginnen 1941 und enden im August 1942. Insgesamt werden 88 Jüdinnen und Juden deportiert. Überlebt hat diese Prozedur nur eine Jüdin.
Mit dem Ende der Deportationen endet auch das existenzielle und kulturelle jüdische Leben in Oberdorf und Bopfingen vollständig. Was wir also noch haben, ist eben das materielle Erbe. Das geistige Erbe geht aber vollständig verloren. Dazu möchte ich ein kleines Resümee anlassen zu diesem ersten Teil, den ich angesprochen habe. Die Niederlassung bzw. die Duldung in den freien Reichs- und Bischofsstädten ermöglicht eben die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben für Jüdinnen und Juden. Spuren städtischer Kultur haben wir eher im kleinen Rahmen, also eben für Bopfingen im kleinen Rahmen. Vor allem die Niederlassung in den ruralen Räumen ermöglicht einen verstärkten Handel und eine Entwicklung institutioneller Glaubensgemeinschaften, wie wir sie eben beispielsweise in Oberdorf finden, zum Beispiel aber auch in Pflaumloch. Der Bevölkerungswachstum ist hier ein ganz starker Indikator. Mit der Auswanderungswelle im 19. Jahrhundert, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, haben wir dann wiederum einen Bevölkerungsschwund, bevor durch den Nationalsozialismus die vollständige existenzielle Auslöschung des kulturellen jüdischen Lebens stattfindet. Ich gehe also zu Teil 2. Was würde überlassen, was ist überkommen? Diese Frage kann, wie eingehend schon erwähnt, aus materieller sowie aus geistiger Sicht beantwortet werden. Etwas einfacher zu greifen ist dabei sicherlich die Herangehensweise auf das materielle Kulturerbe. Und hiermit möchte ich eben auch beginnen. Die wesentlichen, also die drei wesentlichen institutionellen jüdischen Gebäude sind die Synagoge, der Friedhof und das Schachthäuschen. Ich habe sie hier nochmal auf einem Bild zusammengestellt. Alle drei Einrichtungen haben die Zeit des Nationalsozialismus überdauert und bestehen heute noch, auch wenn sie nicht unbedingt ortsbildprägend sind. Es gehört das unbedingte Interesse also dazu, diese Orte zu finden und zu besuchen. Ausweisungen wie Schilder oder die Präsenz in der Öffentlichkeit sind bisher noch sehr zurückgenommen bzw. zurückhaltend. Auf die Nachkriegsnutzung und den Stillstand gehe ich später nochmal eingehender ein. Neben den offensichtlichen Einrichtungen dieser jüdischen Gemeinde sind zahlreiche Häuser vormals jüdischer Besitzer ebenfalls noch überkommen. Wie auch an vielen anderen Orten in ganz Deutschland wurden diese im Zug der Auswanderungen respektive der Flucht zwangsweise verkauft oder zurückgelassen. Gleiches gilt für darin befindliches Inventar. Sie sehen hier auf der rechten Seite oben die Kreissparkasse, ehemals Kreissparkasse, ist das Haus der Handelsfamilie Heimann. Das ist eben ein Haus, was verkauft wurde. Der Stadtkataster Bopfingen gibt zahlreiche Hinweise darauf, wie jüdischen Bürgerinnen Hab und Gut zu inflationären Preisen abgenommen wurde. Sämtliche noch bestehende Gebäude befinden sich heute im Besitz deutscher Staatsbürger. Manchmal nach Generationen noch in derselben Familie, was aber jedoch viel häufiger vorkommt, ist, dass ein Besitzer gewechselt hat und ein direkter Rückgriff auf diese günstigen Ankäufe während und nach des Krieges nicht mehr nachvollziehbar sind. Das geistige Erbe in Oberdorf ist sehr viel schwerer zu greifen. Wohl sind sich manche Oberdorfer in erster Linie die ältere Generation ihrer gemeinsamen Vergangenheit bewusst. Gleichsam ist vielen aber auch der Berührungspunkt aufgrund der nationalsozialistischen Verbrechen unangenehm. Der Fokus in der Betrachtung liegt oftmals noch in der lastenden Verantwortung einer ganzen mehrerer Generationen. Die gemeinsame Vergangenheit im positiven Sinn, also das positive, das harmonische Zusammenleben, geriet somit immer mehr in den Hintergrund und ist heute kaum noch nachvollziehbar in der Bevölkerung. Nur vereinzelt sind positive Aspekte auszumachen. Der Verlust vieler Zeitzeugen trägt dieser Entwicklung natürlich ebenfalls Rechnung. Betrachten wir also den Verein vor Ort in Oberdorf und seine Bewohnerinnen und Bewohner, so verspüren wir, ich möchte sagen, auch ohne Wertung auszusprechen, oftmals auch eine Abneigung gegen uns, gegenüber unserer Arbeit, beziehungsweise auch eine gewisse Furcht vor dieser Vergangenheit und was eine Aufarbeitung eben noch bringen könnte. Insgesamt ist also zu sagen, dass die jüdische Kultur in Oberdorf kaum mehr zu greifen ist. Es fehlt aber, wie schon angesprochen, sicherlich auch an hinreichenden Hinweisen in der Öffentlichkeit. Diese zu schaffen, begreifen wir als Trägerverein mit vielen Engagierten und Ehrenamtlichen als unsere besondere Aufgabe. Ich möchte übergehen zum Umgang mit kulturellem Erbe zwischen der Nachkriegszeit und Moderne. Ich
mache nochmal einen kleinen Rückschritt zur Synagoge in Oberdorf. Freiherr von Tannhausen hat es ebenfalls schon angesprochen. 1940 wurde diese Synagoge durch die Gemeinde Oberdorf gekauft und anschließend weiter an den Turnverein verkauft. Dieser hat die Turnhalle, die Synagoge als Turnhalle genutzt. Später wurde sie dann zum Lager für Kriegsgefangene umgebaut. Auf der Frauenempore sollen sich dabei die Schlafplätze befunden haben. Wie Sie auf dem rechten Bild erkennen können, wurde die Synagoge 1950 durch die katholische Kirche erworben und ebenfalls umgenutzt beziehungsweise auch umgebaut. Sie sehen auch auf dem linken Bild noch den Dachreiter, der heute in dieser Form nicht mehr existiert. Die Synagoge war bis 1968 im Besitz der katholischen Kirche. Anschließend wurde sie veräußert. Ein örtlicher Sanitärhändler hat die Synagoge erworben und als Lagerraum genutzt. Sie sehen hier noch teilweise die Nutzbarkeit auf beiden Bildern durch den Sanitärhändler, den hiesigen Sanitärhändler vor Ort. 1989 hat der neu gegründete Trägerverein schließlich durch eine relativ große Kraftanstrengung die Sanierung und Restaurierung der Synagoge vorangetrieben. Vor allem ausschlaggebend waren hier, muss man auch ganz deutlich zu bedenken geben, Ehrenamtliche vor Ort. Die hatten da einen sehr großen Anteil, natürlich auch der Landkreis und die Stadt Bopfingen. Also nach dieser sehr langen Phase der Nichtbeschäftigung mit der jüdischen Vergangenheit kam also 1989 das erste Mal nach dem Krieg eine aktive Aufarbeitung in dieser Form beziehungsweise in diesem Hinblick auf die Synagoge und die Renovierung. Mit dieser Renovierung der Synagoge ging natürlich auch eine sehr intensive Forschungsleistung einher. Kontaktaufnahme zu Zeitzeugen im Ausland, Nachfahren jüdischer Familien, vor allem durch den ehemaligen Archivar in Bopfingen, meinen Vorgänger, und den Kreisarchivar in Aalen. Beide haben sich hier sehr, sehr verdient gemacht und diese Basisarbeit geleistet, von der wir heute auch noch profitieren. Also ohne diese Arbeit könnten wir unsere Arbeit heute im Trägerverein gar nicht ausführen. Die Gedenk- und Begegnung 1997 wurde schließlich die Gedenk- und Begegnungsstätte 1993 wurde die Begegnungsstätte gegründet. Seither wurden sehr viele bereichernde Kulturveranstaltungen ausgetragen. 1997 hat man schließlich auch das Museum zur Geschichte der Juden im Ostalbkreis in die Begegnungsstätte integriert. Wegweisende Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Begegnungen, wie gesagt auch mit Nachfahren, haben seither dort stattgefunden. Sie sehen hier auch nochmal ein Beispiel, wie die Synagoge ausgesehen hat, beziehungsweise in ihrem Zustand während der Renovierung. Ganz deutlich ist auch nochmal zu erkennen, dass Umbaumaßnahmen als zur Zeit der Kirchennutzung stattgefunden haben. Diese wurden eben zurückgebaut. Die Synagoge befindet sich heute im Zustand von um 1900, also noch vor der Verwüstung beziehungsweise vor den Renovierungen, und ist damit zurückgeführt worden als ein zentraler historischer beziehungsweise kultureller Bestandteil in Bopfingen-Oberdorf. Hier sehen Sie nochmal, wie die Synagoge heute aussieht. Im Obergeschoss befindet sich heute eben auch das Museum. Ja, der Trägerverein, den ich seit 2019 begleiten darf, hat sich vor allem drei besondere Ziele gesetzt, beziehungsweise Ziele in seiner Arbeit gesetzt. Was wollen wir also heute mit dem Erbe, mit dem kulturellen jüdischen Erbe anfangen? Wie wollen wir dieses Erbe auch sichtbar machen? Wir haben es uns vor allem auf die Fahne geschrieben, Kultur, Schule und Forschung mit einzubeziehen. Kultur ist bei uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Mit der Kultur erreichen wir eine relativ breite Bevölkerung. Wir Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Benefizveranstaltungen und Führungen in ganz klassischem Sinne.
Mit den Schulen wollen wir gerne vorangehen und Forschungs- und Projektarbeiten anstoßen. Wir waren auch schon bereits in der Rücksprache mit verschiedenen regionalen und auch überregionalen Bildungsträgern. Leider kam uns aber auch hier die Pandemie dazwischen, sodass wir verschiedene Projekte mittlerweile wieder absagen mussten. Was hier aber unser ganz besonderes Augenmerk ist, ist die Sensibilisierung, auch vor allem der Jugend. Diese Sensibilisierung wollen wir unter anderem auch angreifen, beziehungsweise eben nicht nur über die Verantwortung aus der Vergangenheit beziehen, sondern vielmehr auch über die Zukunft. Wir wollen in den Dialog treten mit Jüdinnen und Juden und haben uns so zum Beispiel auch an das Projekt Meet a Jew herangewagt, was im Juli anstehen soll, allerdings momentan auch noch etwas auf der Kippe steht. Für uns ist es also wirklich sehr wichtig, dass wir mit unseren Projekten in die Zukunft blicken und eben auch das jüdische Leben heute in Deutschland darstellen. Und dieses kulturelle Erbe noch sehr viel intensiver aufarbeiten bzw. darstellen. Im Bereich Forschung gehen wir als Träger vor allem in den Bereich biografisches Arbeiten. Wir setzen verschiedene Schwerpunktforschungen um, versuchen auch in Zukunft verschiedene Forschungsprojekte extern zu vergeben. Unter anderem möchten wir auch gerne eine neue Museumskonzeption ins Leben rufen. Was bei allem immer sehr wesentlich ist im Umgang auch mit jüdischer Kultur beziehungsweise mit der Darstellung jüdischer Kultur in der Öffentlichkeit, ist eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Diese haben wir jetzt zuletzt komplett neu angestoßen. Wir haben einen neuen Flyer gestaltet, der auch ein neues Corporate Design vereint. Wir haben eine neue Homepage ins Leben gerufen, um eben auch unseren Wiedererkennungswert zu steigern beziehungsweise auch immer aktuell zu sein. In den heutigen Zeiten ist es immer wichtiger, in die Digitalisierung zu investieren, wie wir es jetzt auch mit unseren Vorträgen hier sehen und wissen. Und so versuchen wir eben auch über die Öffentlichkeit zu erreichen, über diese Wege. Weiterhin sind wir natürlich sehr stark angewiesen auf engagierte Helferinnen und Helfer. Wir haben noch einige bei uns im Verein. Allerdings macht es sich doch auch bemerkbar, dass immer weniger Interesse auch an dieser Thematik herrscht. Vielleicht auch die Furcht vor Berührungspunkten. Auch das ist für uns ein gesetztes Ziel, dass wir in Zukunft noch mehr engagierte Helferinnen und Helfer gewinnen können für unsere Arbeit. Moderne Methodik ist hier natürlich ganz wichtig, wie schon angesprochen. Wir gehen auch mit der Digitalisierung in die Zukunft und arbeiten aktuell an verschiedenen Digitalisierungsprojekten und wollen unsere Synagoge medientechnisch auch ausrüsten. Sie sehen hier nochmal den Flyer, den wir neu gestaltet haben, einfach nur als kleines Beispiel. Es war uns sehr wichtig, dass wir eben ein neues, modernes Erscheinungsbild für unseren Verein haben, mit dem wir uns eben präsentieren können. Ich komme nun langsam aber sicher zum Ende, zu den Visionen, die ich bereits schon angesprochen habe. Und wie eben auch schon angemerkt, bemerken wir bereits eine zunehmende Stagnation bei unseren Mitgliederzahlen. Die Pandemie verstärkt noch unser Unsichtbarsein und dennoch streben wir aber ganz aktiv eine Zukunft an, in der wir gesehen werden und die geprägt ist von intensiver Aufarbeitung sowohl der älteren, aber auch der neueren Vergangenheit. Die Sichtbarmachung des jüdischen Erbes in Deutschland ist dabei die Basis für eine gemeinsame Arbeit an einer gemeinsamen Zukunft. Außerdem sind wir natürlich weiterhin bemüht, die Sichtbarmachung des jüdischen Erbes nicht nur durch die Aufarbeitung sichtbar zu machen, sondern eben auch vielmehr durch den Kontakt mit dem lebendigen Judentum, wie ich es eben schon angesprochen habe. Das vielbeschriebene Motto "Miteinander reden statt übereinander" ist für uns absoluter Anspruch. Denn aus den stets negativen Erinnerungen entsteht nun mal schwerlich auch ein positiver Bezug und dem wollen wir eben entgegenwirken. Was für uns auch sehr wichtig ist, mit den Anstrengungen, die wir bereits vollziehen, die Helfer, die wir benötigen, benötigen wir aber natürlich auch immer finanzielle Mittel, die wir als Verein stets natürlich zu generieren versuchen. Das ist eben auch ein Aspekt, der für uns da sehr bedeutend ist.
Die Repräsentation in der Öffentlichkeit, ich habe es ja auch schon angesprochen, ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ich meine, wir sind zuversichtlich, ich bin zuversichtlich, auch unser Verein ist zuversichtlich, dass wir Veränderungen anstoßen können für die Zukunft, dass wir den Trägerverein in die Zukunft führen können. Und ja, mit diesen Worten möchte ich nun schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war jetzt sehr viel Input, das weiß ich. Aber ich hoffe, dass wir jetzt noch vielleicht in ein Gespräch kommen und dass wir uns austauschen können, gerade was den Umgang mit dem kulturellen Erbe auch heute für jeden Einzelnen bedeutet. Und ich freue mich sehr auf Ihre Anregungen und auf das Gespräch. Herzlichen Dank. Ja, liebe Frau Fuchs, Sie können sich jetzt entspannt zurücklehnen und Ihnen einen angenehmen Abend wünschen. Großartig, großartig. Vielen Dank. Der Begriff Pariser Kulturtage ist geschickt gewählt. Er lässt nämlich offen, ob er sich eher auf das Land bezieht oder die Leute. Damit schafft er zweierlei. Er ermöglicht sowohl die eine wie die andere Sichtweise und er bezieht Land und Leute aufeinander. Immer, wenn das so ist, sprechen wir von Heimat. Wir haben Sprache und Brauchtum des Rieses betrachtet, den Glauben und das Glaubensleben jüdischer und christlicher Kultur und wir sind wieder unseren Freunden aus Württemberg begegnet. Wir sind bei den 23. Rieser Kulturtagen tief hinuntergetaucht in unser Werden und sind hoch emporgestiegen bis an die Enden unseres Sonnensystems. Wir wurden dabei stets angetrieben von kulturellem Interesse, aber auch von der Liebe zu unserer Heimat. Wir wissen freilich auch, dass Heimat mehr ist als die Summe von alledem, mehr als Dialekt und Tracht und Brauchtum, mehr als Glaube und Forschung, Geschichte, Stadt, Land und Fluss. Wir wissen, dass ganz zuletzt der Mensch dem Menschen Heimat ist. Und nicht zuletzt der Mensch, der nicht mehr ist. Schätzen wir uns glücklich, jetzt einander zu haben? Aber gedenken wir dankbar derer, die vor uns waren? In diesem unserem Kreis nenne ich jetzt bereits wie vor 4 Wochen Christine Götz und Dr. Wolf Dietrich Kabasch. Ein letztes Mal rufe ich Ihnen zu, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, seien Sie behütet, haben Sie einen großen Sommer. Auf Wiedersehen.